Wenn du eins von beiden machst, zahlen dir Menschen gerne Geld. Es gibt eine schreckliche Wahrheit für die meisten Investoren und die lautet: Du zahlst die Gewinne der erfolgreichen Investoren, wenn du nicht selber ein erfolgreicher Investor bist. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach, Gründer des VIP 7-Jahres-Clubs und mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in nur 7 Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Kennst du die 98-2-Regel? 98-2. Sie bedeutet ganz einfach, von allen Menschen, die Geld investieren, also von allen Investoren, verlieren 98% aller Menschen Geld. Oder zumindest bekommen sie nicht so viel, wie sie bekommen könnten und sollten. Und 2%, also 2 Investoren von 100, die werden reich. Vielleicht sagst du, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Gibt es da nicht auch irgendwas in der Mitte, so dazwischen? Auf lange Sicht ist es genau so. Und das gilt für alle Arten von Investments. Menschen fragen mich immer wieder: Bodo, in was sollte ich denn am besten investieren? Und ich antworte immer mit einer Gegenfrage: Wo kennst du dich wirklich gut aus? Kennst du dich wirklich mit Aktien aus? Also das bedeutet, dass du ein Unternehmen anhand von Kennzahlen analysieren kannst, wirklich analysieren kannst. Dass du dir die wichtigen Zahlen eines Unternehmens überhaupt erst beschaffen kannst und dass du sie interpretieren kannst, dass du genau weißt, hat da einer an der Bilanz rumgefummelt, damit es gut aussieht, oder ist das wirklich ein solides Unternehmen? Dann kannst du Aktien kaufen. Oder nehmen wir als Beispiel Immobilien. Kennst du dich wirklich mit Immobilien aus? Weißt du wirklich, wie viel eine Wohnung oder ein Haus wert ist, also wirklich wert ist? Und wie viel du bezahlen solltest, damit du Rendite bekommst und wie viel Rendite du überhaupt bekommen solltest? Jeder, der investiert, zahlt einen Preis, immer. Die 98%, die mit ihren Investments verlieren oder zumindest nicht annähernd so viel bekommen, wie sie bekommen könnten, die zahlen ihren Preis in Geld. Die verlieren Geld. Sehr oft viel Geld. Manchmal alles. Und manche verschulden sich sogar, weil sie einen Kredit aufnehmen, um irgendwelche Investments zu kaufen. Die 2%, die unfassbar reich werden, die werden ja so reich, weil sie das Geld von den anderen 98% bekommen. Und lass uns ganz offen und ungeschminkt darüber reden. Wer sich nicht auskennt, verliert auf lange Sicht immer Geld. Denn das Geld fließt von ihm weg. Und es fließt zu denen, die sich gut auskennen. Und wenn das Geld von 98 Menschen von 100 wegfließt hin zu 2, na, dann geht es den 2 ziemlich gut, selbst wenn die 98 gar nicht so richtig reich sind. Die 2% der Investoren, die reich werden, die verstehen LEC. LEC. L steht für Lernen. Das E steht für Erfahrung und das C steht für Cash. Lass uns kurz über diese 3 sprechen. Lernen tun wir am besten, wenn wir lernen wie Babys. Wie lernen Babys? Die ahmen alles nach. Wusstest du, dass ein Baby sein Wissen alle 3 Tage verdoppelt? Warum? Weil das Baby einfach abkupfert, nachmacht. Das ist die beste Form von Lernen. Natürlich können wir das auch etwas eleganter ausdrücken und dann heißt es sehr viel schöner Modeling of Excellence. Wir lernen dann am besten von den 2%, die erfolgreiche Investoren sind. Aber was tun die meisten Menschen? Lassen sich von einem Berater beraten, der ähnlich wenig hat wie sie selbst. Das hat nichts mit Modeling of Excellence zu tun. Das ist Modeling of Durchschnitt, of Average. Das hat nur etwas damit zu tun, dass wir unsere Verantwortung aus den Händen geben und uns selber einreden: Ich habe alles richtig gemacht, ich habe ja einen Berater beauftragt. Cool. Aber ein Berater entbindet uns doch nicht davon, selber zu lernen. Stell dir vor, du hast so einen Berater und dein Investment geht schief. Was machst du,
wenn du dieses Investment jetzt mit einem Berater gekauft hast, der dir dazu geraten hat. Du beschuldigst den Berater. Du hast mir gesagt, ich soll das kaufen, jetzt ist das schiefgegangen. Du hast den ersten Fehler gemacht, nämlich einfach einem Berater zu vertrauen, der selber nicht reich ist. Und jetzt machst du den zweiten Fehler. Du weißt die Schuld von dir, von dem Fehler, und beschuldigst den Berater. Sagst, du bist das Problem. Weißt du, was das große Problem dabei ist für dich? Du lernst nicht. Du machst einen Schlussstrich drunter. Ich bin auf den reingefallen, der ist schuld. Wir müssen aber lernen. Und unser Lernprozess ist wichtig. Und für diesen Prozess ist wichtig, dass wir auch mal Fehler machen. Wusstest du, dass die 2% der reichen Investoren viel mehr Fehler gemacht haben als die 98%, die nicht reich wurden mit ihren Investments? Die 2% haben aber Fehler gemacht und haben jetzt nicht irgendjemand beschuldigt, sondern sie haben daraus gelernt. Sie haben erkannt, Fehler sind unsere besten Lehrer. Der Weg ist ganz einfach. Lerne von jemand, der schon da ist, wo du sein willst. Probiere es dann aus, mach Erfahrungen und wenn du Fehler machst, lerne daraus. Ich habe mehr aus meinen Fehlern gelernt als von meinen Lehrmeistern und ich hatte unfassbar gute Lehrmeister. Sagen wir mal mindestens genauso viel. Wie auch immer, wenn du ein erfolgreicher Investor sein willst, musst du lernen. Erfolgreiche Investoren sind übrigens immer reich. Immer. Das E steht für Erfahrung. Also L für Lernen, E für Erfahrung. Und Erfahrung ergibt sich, wenn wir lernen und das, was wir gelernt haben, auch tatsächlich anwenden. Lass mich dir ein Beispiel geben aus dem Bereich Immobilien. Ich habe gelernt, dass die teuerste Immobilie, die du kaufen kannst, eine Wohnung ist. Was? Warum? Weil du mit Menschen konkurrierst, also mit möglichen Käufern, die selber in dieser Wohnung leben wollen. Wer also eine Wohnung kaufen will, um darin selber zu leben, der findet diese Wohnung richtig schön. Der hat sich darin verliebt. Der will die nächsten 20 Jahre vielleicht oder mindestens 15 in dieser Wohnung leben, vielleicht noch viel länger. Und dann ist er auch bereit, dafür etwas mehr zu bezahlen. Weil er auch weiß, naja, das ändert an der monatlichen Rate ja nicht so viel, wenn ich 50.000 mehr bezahle. Aber der Investor, der sieht den Profit. Und deswegen will der nicht zu viel bezahlen. Der steht aber in Konkurrenz mit jemand, der sich verliebt und der bereit ist, mehr zu zahlen. Deswegen sind Wohnungen immer die teuersten Immobilien, die du kaufen kannst im Verhältnis. Und noch etwas wirst du feststellen, wenn du eine Wohnung besichtigst, die zu kaufen ist, dann hast du da mehr Konkurrenz als irgendwo sonst. Geh eine Wohnung besichtigen und das schauen sich 50 Leute an. Geh ein Mehrfamilienhaus besichtigen und das schauen sich vielleicht 5, 6 Leute an. Also, das eine Ende des Kontinuums, sagen wir mal, das ist so eine Linie, da sind alle Immobilien drauf, die es gibt, im Wohnbereich, dann ist das eine Ende die einzelne Wohnung. Nicht machen. Außer du willst selber drin wohnen. Das andere Ende sind dann Mehrfamilienhäuser mit 8 Wohnungen oder mehr. Natürlich geht das noch weiter, kannst ganze Straßenblöcke kaufen, aber sagen wir für normale Menschen so ein 8-Parteien-Haus. Und hier ab dem 8-Parteien-Haus kommen die Profi-Immobilienkäufer ins Spiel. Die haben ein ganzes Team und die haben sehr viel Geld. Und oft haben die so viel Geld vom Kunden, dass sie investieren müssen. Und dann sind sie auch bereit, zu viel zu bezahlen. Ganz einfach, weil sie den Druck haben. Sie haben zu viel Cash. Auch nicht gut, wenn du mit denen konkurrierst. Nicht gut, wenn du mit einer einzelnen Wohnung konkurrierst. Nicht gut, wenn du mit 8, 10, 12 Parteienhäusern konkurrierst. Also mit den Menschen, die die haben wollen. Aus 2 Gründen ist das hier auch nicht gut. Ich habe persönlich vielleicht nicht so gute Kontakte wie der Profi-Investor. Und ich möchte auch nicht so viel Geld ausgeben. So, wenn das nicht gut ist, die Wohnung, wenn das nicht gut ist, 8 Parteienhäuser mehr, was bleibt dann? Die ganze herrliche Mitte. Die Mitte zwischen diesen beiden Extremen. Die Mitte zwischen einer Wohnung und einem 8-Parteien-Haus. Also einem Haus mit 8 Wohnungen. Und das sind
2 bis 6 Familienhäuser, also ganz streng 2 bis 7. Ich sage einfach 2 bis 6. Aus meiner Erfahrung weiß ich, wenn ich ein 2 bis 6 Familienhaus kaufe, muss ich im Schnitt 30% weniger bezahlen, als wenn ich einzelne Wohnungen kaufen würde. Als wenn ich also, sagen wir mal, ein 6-Familienhaus vergleiche mit 6 einzelnen Wohnungen, würde ich für die 6 einzelnen Wohnungen im Schnitt 30% mehr bezahlen. Und auch zahle ich hierfür, für diese Mitte, 30% bis sogar 40% weniger, als wenn ich ein 8 bis 10-Parteienhaus kaufen würde oder Mehrparteienhaus kaufen würde. Warum? Weil die Jungs, die das kaufen, die Mädels, so viel Geld haben. Das ist jetzt nur ein Beispiel fürs Lernen. Als ich das verstanden habe, wusste ich, da muss ich gar nicht gucken. Klar, du kannst auch da was finden, aber ist doch viel schlauer, wenn ich eine viel, viel, viel höhere Chance habe, dass ich hier in der Mitte gucke. Das ist Lernen, das zu einer Erfahrung führt. Und das habe ich dann auch immer wieder bestätigt gesehen. Erfahrung geht aber jetzt noch weiter. Jetzt muss ich natürlich dieses 2 bis 6 Parteienhaus auch finden, um es kaufen zu können. Ich muss also wissen, wonach suche ich. Und das mündet in Erfahrung. Und diese Erfahrung, die bekommst du am besten von Menschen, die schon da sind, wo du sein möchtest. Von erfolgreichen Immobilieninvestoren zum Beispiel. Wenn dich interessiert, wie du hier mehr lernen kannst, dann schau unten in der Beschreibung oder in der Bio und du bekommst einige unserer besten Tipps. Das C steht für Cash. Die reichen Investoren, wir haben ja eben am Beispiel der Mehrfamilienhäuser darüber gesprochen, die haben Cash. Und die haben auch Cash, dass sie investieren können. Die haben also eine Möglichkeit gefunden, viel Cash zu verdienen. Machen wir uns nichts vor, wenn du ein erfolgreicher Investor sein willst, brauchst du Cash. Und der beste Weg, um Cash zu bekommen, ist dieser: Du löst für andere Menschen ein Problem. Dafür bezahlen sie dich. Und du machst aus dieser Problemlösung ein System. Und dann hast du einen Wert geschaffen, der dir Cash bringt. Und weil ich für viele Menschen, mein Beispiel, einen großen Problemberg wegmachen kann, weil ich ihnen zeigen kann, dass sie sehr leicht viel verdienen können, dass sie sehr viel leichter Geld anlegen können, dass Geld also nicht weniger wird, sondern mehr wird und sie eine ständige Rendite bekommen, weil ich diese Dinge machen kann. Ich sage nicht, dass ich damit alle Probleme der Welt löse, ist ja Quatsch. Aber weißt du, die meisten Menschen sagen ganz offen, wenn sie so 1-2 Millionen hätten, wären ganz viele ihrer Probleme weg und sie wären freier. So, und weil ich das tun kann, hatte ich und habe ich gut Cash verdient. Und das Geld, das nehme ich als Investor und kaufe zum Beispiel Immobilien. Ich habe in den letzten 13 Monaten ungefähr 13 Monaten, 17 Immobilien gekauft. Und ich kaufe jetzt noch eins zusammen. Und das kannst du natürlich nur, wenn du auch einen bestimmten Cash hast. Also sei, das gehört zum Investorsein dazu, sei kreativ, indem du dich mit den Problemen anderer Menschen beschäftigst und überlegst, wie kann ich für diese Menschen das Problem lösen. Die meisten Menschen machen das nicht, sagen, es ist sein Problem, soll er selber lösen. Nein, wenn du es löst, bekommst du dafür Geld. Und da musst du kreativ sein und überlegen, wie du aus der Problemlösung, die du vielleicht gefunden hast für einen und für noch einen, ein System machen kannst. Ein System, das für andere Menschen ein Problem löst. Und ein System, das für andere Menschen ein Problem löst, nennt man Unternehmen. Das ist eine Firma. Nichts anderes ist eine Firma oder ein Unternehmen, ist eine Organisation, die für andere ein Problem löst. Sagst du, vielleicht stimmt da gar nicht, Bodo. Es gibt ja auch Firmen, die entertainen Leute nur, die sorgen nur für Spaß. Achtung, Menschen haben 2 Arten von Produkten, die sie kaufen wollen. Eins, das ihre Probleme löst und die anderen, das ihr Problem der Langeweile löst. Das sind immer Probleme. Wir kaufen immer etwas zur Problemlösung oder um entertained zu werden, unterhalten zu werden. Wenn du eins von beiden machst, zahlen dir Menschen gerne Geld. Der Investor
muss also auch sehen, wie er an Cash kommt. Und je reicher ein Investor ist, desto mehr versteht er dieses LEC, L-E-C. L für Lernen, E für Erfahrung, C für Cash.